Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende zu. 2015 steht wirklich so kurz vor der Tür und mit ihm neue Gesetzesänderungen, die so gut wie jeden Berliner betreffen. Wir sagen Ihnen heute, welche die wichtigsten sind und was zu beachten ist in unserem Thema des Tages. Ab Januar 2015 erhalten alle Beschäftigten grundsätzlich mindestens 8,50 Euro brutto pro Stunde. Es gelten jedoch Übergangsfristen für manche Branchen bis Ende 2017. Gilt laut Tarifvertrag ein höheres Entgelt, geht die Vereinbarung im Tarifvertrag vor. Minderjährige, Auszubildende oder Pflichtpraktikanten im Rahmen einer Ausbildung oder eines Studiums sind vom Mindestlohn ausgeschlossen. Langzeitarbeitslose, die seit mindestens einem Jahr bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind, haben erst 6 Monate nach Wiederaufnahme einer Tätigkeit das Recht auf einen Mindestlohn. Ja, Herr Becker, wir sind jetzt hier bei Ihnen beim ADAC. Es gibt ja auch im Verkehrsbereich ganz viele Neuerungen für 2015. Unter anderem kann man jetzt die Kennzeichen mitnehmen, obwohl man vielleicht woanders hinzieht. Was bedeutet das denn im Einzelnen? Na, das ist ein langjähriger Wunsch von vielen Autofahrern, ihre doch so geliebten, häufigen Wunschkennzeichen, wo man die eigenen Initialen oder Geburtsdaten drauf hat, nicht einfach so wieder abgeben zu müssen bei einem Umzug. Ab 1. Januar 2015 kann man, wenn man mit seinem Fahrzeug umzieht, von einem Bundesland in ein anderes oder auch zum Beispiel von Berlin nach Brandenburg oder zurück, sein eigenes Kennzeichen, was man am Auto hat, weiterfahren. Heißt also im Extremfall auch, wer zum Beispiel in Berlin gewohnt hat und nach Bayern, nach München zieht, kann zukünftig in Bayern mit seinem geliebten Berliner Kennzeichen weiterfahren. Allerdings entbindet das nicht von der Ummeldepflicht. Man muss trotzdem das Fahrzeug vom Wohnort her weiter ummelden, sich neu anmelden. Das ist schon versicherungstechnisch und steuerrechtlich erforderlich. Dann gibt es natürlich auch, wenn man sich jetzt irgendwie, also wenn man das Auto abmelden möchte, dann war das sicherlich auch immer ein ganz, ganz langer Weg zu den Behörden. Da gibt es jetzt eine Online-Abmeldung für Kennzeichen oder für Fahrzeuge. Wie läuft das denn ab? Ja, das Thema Online-An- und Abmeldung, sprich also diesen Weg zur Zulassungsstelle mit den langen Wartezeiten sich zu ersparen, kommt langsam in die Gänge. Es sollte eigentlich 2014 schon eingeführt sein. In einem ersten Schritt beginnt nun Online-Anmeldung, Abmeldung jetzt endlich in den Zulassungsstellen. Das heißt aber nur, und das ist die extreme Einschränkung, wenn ein Fahrzeug nach dem 1. Januar 2015 neu zugelassen wird, sprich man erhält neue Kennzeichen und einen neuen Fahrzeugschein, dann besteht die Möglichkeit, es online abzumelden. Wie das im Einzelnen funktioniert, wird dann von den Zulassungsstellen auch noch erklärt. Aber eine weitere Neuzulassung dieses Fahrzeuges dann von einem nachfolgenden Besitzer zum Beispiel kann 2015 noch nicht online erfolgen. Das soll dann in einem nächsten Schritt erst im Jahr 2016 möglich sein. Und dann ganz, ganz großes Thema, umweltbewusst, Carsharing und auch Elektroautos. Da gibt es jetzt wohl auch einen Vorstoß, dass die bevorzugt werden könnten, muss man ja sagen. Wie sehen Sie das? Welche Informationen haben Sie dazu? Also es gibt vom Bundesverkehrsministerium ein Gesetz, wonach den Bundesländern obliegt, Regelungen festzulegen, die eine Privilegierung, Bevorzugung von E-Fahrzeugen und Carsharing-Fahrzeugen, insbesondere in großen Städten, regeln können. Mir ist bekannt, dass Berlin gegenwärtig nicht beabsichtigt, solche Sonderregelungen für Carsharing und E-Elektrofahrzeuge einzuführen, auch vor dem Hintergrund, da wir schon große Probleme haben in der friedlichen Koexistenz, sage ich mal, zwischen öffentlichem Nahverkehr, also Busspuren, Radverkehr, Radfahrer fahren auch auf den Busspuren und man würde wahrscheinlich das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn jetzt
jetzt noch Carsharing-Fahrzeuge neben den schon bekannten Taxen und E-Fahrzeuge auch noch auf den Busspuren fahren würden. Also die Effekte, die Vorteile für den einen, die auch politisch gewollt waren und sinnvoll sind, würden sich dann wiederum aufheben. Derzeit ist mir nicht bekannt, dass Berlin Sonderregelungen plant. Das Einzige, was vorgesehen ist im Zusammenhang mit der weiteren Förderung der Elektromobilität, ist das Einrichten von einem engeren Netz von Ladesäulen. Und diese Plätze an den Ladesäulen, die werden dann sinnvollerweise für die Elektrofahrzeuge reserviert sein. Vielen Dank, Herr Wecker. Erstmal an Sie. Apropos, ja. Sie hatten es selber schon angesprochen, der öffentliche Nahverkehr betrifft ja dann nicht nur die Busse, sondern auch BVG und S-Bahn. Und auch da gibt es für 2015 einige Änderungen. Ich rechne ja jedes Jahr damit, dass erhöht wird, um 20 Cent, 30 Cent. Weil die Begründung ist ja immer, dass Sie Kosten haben und die Kosten nicht mehr decken können. Also eine Monatskarte kaufe ich mir nicht, ich laufe lieber. Dafür sind die Spritpreise gut. Neues Jahr, neuer Preis. Ab 1. Januar 2015 erhöhen sich die Fahrpreise um durchschnittlich 2,3%. Das Einzelticket kostet dann zum Beispiel 10 Cent mehr. Fahrgäste müssen künftig 2,70 Euro statt bisher 2,60 Euro zahlen. Auch für Fahrten ins Berliner Umland mit der S-Bahn oder Regionalzügen der Deutschen Bahn müssen Fahrgäste künftig für eine ABC-Fahrkarte 10 Cent mehr bezahlen. Zuletzt waren die Fahrpreise im Sommer 2013 gestiegen, damals um durchschnittlich 2,8%. Insgesamt erwartet der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg durch die neuen Tarife Mehreinnahmen von etwa 22 Millionen Euro. Ab 1. Januar 2015 gilt für den Arztbesuch ausschließlich die elektronische Gesundheitskarte mit Foto. Die Krankenversicherungskarte ist ab diesem Stichtag ungültig, selbst wenn auf den Karten ein späteres Ablaufdatum vermerkt ist. Sucht ein Patient im neuen Jahr ohne elektronische Gesundheitskarte eine Praxis auf, gilt folgende Regelung. Sofern die Behandlung nicht verschiebbar ist, muss der Patient innerhalb von 10 Tagen eine gültige Karte nachreichen. Was ändert sich denn für 2015, wenn man sich das Briefporto ansieht? Ja, Frau Waurig, wir konnten mehr als 14 Jahre lang unsere Portopreise konstant halten, haben sogar gesenkt in dieser Zeit einmal, sind aber in den letzten Jahren gezwungen, aufgrund der hohen Personalkosten und der Investitionen in die Infrastruktur unsere Preise anzupassen. Konkret heißt das, den sogenannten Standardbrief, da passen wir das Porto an und künftig kostet dieser 62 Cent statt 60 Cent. Für die Verbraucher vielleicht nochmal, Standardbrief heißt jetzt, wie schwer darf der dann sein? Standardbrief ist jeder handelsübliche Brief bis 20 Gramm. Wenn Sie mehr transportieren wollen, schwerere Güter wie zum Beispiel Illustrierte oder was auch immer versenden möchten, dann empfehlen wir den Kompaktbrief. Dort die gute Nachricht für 2015. Wir senken den Preis von 90 auf 85 Cent und der kommt genauso schnell und sicher an natürlich. Da haben Sie mir gerade schon die gute Nachricht im Grunde vorweggenommen. Genau, Kompaktbrief hatten wir auch geklärt. Gibt es denn eventuell auch die Änderungen für 2016? Kann man vielleicht auch sagen, 2015 bleibt es definitiv stabil. Was können Sie den Zuschauern dazu sagen? Ja, unser Unternehmen ist etwas anders als die anderen. In dem Sinne, normalerweise wird geschaut, unterm Strich, was kostet mich der Transport meine tägliche Arbeit? Und dann passe ich die Preise entsprechend an. Das kennen wir von Gasversorgern, das kennen wir von Telekommunikationsunternehmen. Wir als Deutsche Post sind aber vom Gesetzgeber gehalten, uns mit der Bundesnetzagentur zu verständigen. Das heißt, wir geben denen eine Auflistung unserer Kosten und was wir denken, was das Porto teuer sein müsste. Und dann entscheidet die Bundesnetzagentur bzw. erlaubt uns, das Porto anzupassen. Deshalb können wir noch nicht sagen, ob sich 2016 die Preise verändern werden. Dann im Grunde schon die letzte Frage, und zwar die von 60 auf 62. Ist natürlich so ein bisschen komischer Wert jetzt wahrscheinlich auch für viele, wo sie denken, oh Gott, wie kriege ich da jetzt die 2 Cent her? Was mache ich denn mit den alten Marken, beziehungsweise wie kriege ich 62 Cent Marken? Ganz einfach. Also die alten Marken auf keinen Fall wegwerfen, sondern sie kaufen sich entweder Ergänzungsmarken im Netz oder in der Filiale. Im Netz heißt online. Sie gehen bequem auf die Seite deutschepost.de und können dort jeden Wert, den sie wollen, als Frankierung eingeben.
abgeben und sich das ausdrucken. Aber es gibt auch die Briefmarkenautomaten vor den größeren Filialen oder in der Filiale selbst. Da können Sie die 2 Cent kaufen, können aber auch andere Frankierungen erwerben. Na dann, guten Rutsch ins neue Jahr.